Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 40. Lesung inzwischen des Buches Herrscher des Bösen, nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Ein Buch von Frederick Tupper Saucy in Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends geschrieben und dann veröffentlicht und dann in einer Zusammenfassung von Andreas Hohn einmal gebracht von mir in 12 oder 13 Videos und dann schlussendlich von Bruder Stefan übersetzt, von Bruder Viktor in mühevoller Kleinarbeit die Ecken abgefeilt, wie ein Diamant geschliffen, in eine wunderbare Form gebracht. Und übrigens, wenn ihr seht, dass in dieser Buchform, die ich hier lese, noch Druckfehler drin sind, dann liegt das daran, dass ich eine alte Version habe. Die von mir ist inzwischen mindestens 5-6 Monate alt. Inzwischen gibt es revidierte Versionen, wo wir wahrscheinlich die meisten Fehler, die bei mir noch drin sind, schon raus sind. Wollte ich nur mal eben erwähnen. Von daher muss man also nicht sagen, von ach guck mal hier der Fehler da und der Fehler hier. Und inzwischen kann man das Buch ja auch gedruckt bestellen. Bruder Viktor hat da ja eine wundervolle Anleitung zugebracht, wie man das Buch kostengünstig sich auf einer Online-Druckerei ausdrucken lassen kann. Um dafür zu sorgen, um diese Kenntnis eines Buches, das also einmalig ist, das ins Deutsch übersetzt zu bekommen, finde ich persönlich, um das eben auch Leuten zugänglich zu machen, die mit Computern und sowas nicht so affiliiert sind, sondern die lieber Bücher in die Hand nehmen wollen, dann kann man das eben machen und dann können sie sich dieses 2,5 oder 3 Kilo schwere Buch dann zur Hand nehmen. Wunderbar liegt es in der Hand, sollte man es lesen und dann auf einem der unteren Regale im Bücherregal verwahren, so dass auch die interessierten Kinderhände daran kommen und darin schmökern können, weil es ist auf jeden Fall besser, Herrscher des Bösen zu lesen, als Harry Potter oder solche Sorten von Büchern. Gut, das so viel zur Einleitung heute. Wir fangen also auf dieser 40. Lesung an, in dem Kapitel 23, die Kuppel des großen Himmels immer noch. Habe ich ja die Lesung damals angefangen mit... Hey, das sieht ja aus wie St. Petersdom. Aber das ist schon ein paar Sendungen her. Und jetzt gehen wir eben noch durch die paar Gemälde, die da oben draufstehen, bevor wir uns dann in das nächste Kapitel begeben. Das ist noch ungefähr 2,5 Seiten, dass wir in diesem Kapitel uns aufhalten und die Zeichnung, also besser gesagt das Fresko, das dort oben im Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika ist, wo wir die Zeichnung analysieren wollen. Und da geht es jetzt weiter mit der Schlumpfmütze. Ja, das ist also, deswegen habe ich das hier so runtergemacht, seht ihr hier, der America heißt er übrigens auch, diese Figur hier, die eine Schlumpfmütze trägt. Und was ist das für eine Schlumpfmütze? Das ist eine phrygische Kappe, die auch der jüdische König Jehu in den Obelisken von Kelach trägt. Und das Bild sehen wir gleich noch. Das muss ich jetzt nicht extra einblenden. Ich gehe da auch nicht viel runter. Behalte das eben bitte schön im Kopf. Das werden wir dann gleich noch sehen. Des jungen Amerikas, ne? Also der Junge heißt die Amerika, und das ist ein Kopfschutz, der als phrygische Kappe bekannt ist. Phrygien war ein Bezirk im Königreich Pergamon. So, Pergamon, da gibt es ja auch ein schönes Bild von, habe ich heute Nachmittag vorbereitet, dann wieder gelöscht, muss ich jetzt nochmal machen. Pergamon, ui, mit M, Pergamon, das kennen wir ja aus Berlin, da steht nämlich der Altar von Zeus in Pergamon aus 175 vor Christus, das ist dieses Gebäude hier, das wir so in Berlin stehen sehen. Wir erinnern uns an Pergamon. Es war der Mittelpunkt bei der Übertragung der babylonischen Religion nach Westen auf Rom. Phrygien ist ein griechisches Wort, das Freiwillige bedeutet. Ja, unser Wort frei kommt aus der ersten Silbe frei. Also man kann das frei mit I oder mit I aussprechen. Normalerweise spreche ich das mit I aus, weil ich halt lieber phrygische Kappe als phrygische Kappe sage. Ich glaube, es wird eher phrygische Kappe ausgesprochen. Y kann ja sowohl auf die als auch auf die Art und Weise ausgesprochen werden. Aber unser Wort frei, im Englischen ist das ja auch unser Wort free, heißt es da im Englischen original, kommt aus der ersten Silbe fry, also free, deswegen phrygische Kappe. Phrygische Kappen wurden an befreite römische Sklaven verteilt. Aha, das ist also eine Kennzeichnung davon, dass jemand mal ein Sklave war. Die phrygischen Kappen wurden an befreite römische Sklaven verteilt, um ihren neuen Status als Befreite anzuzeigen. Das römische Recht,
da hatten wir ja gerade in der vorherigen Lesung von Das Doppelgesicht des Papsttums drüber gesprochen, über das römisch-kanonische Recht. Jetzt kommt aber der Hammer. Das römische Recht betrachtet die Freiheit aber nur als einen beschränkten Status. Ein Status, der ein Herrscher gönnerhaft seinen Untertanen gewährte und den er jederzeit widerrufen kann. Die phrygische Kappe, Freedom, Freiheit, ist die Befreiung von der Kontrolle durch eine andere Person oder von der willkürlichen Einschränkung spezifisch definierter Rechte wie Anbetung oder Rede. Persönliche Freiheit bezogen auf das Individuum, unveräußerliche Rechte. Also, die phrygische Kappe, Freiheit, bedeutet in diesem Zusammenhang also Liberty. Ja, im Englischen gibt es eben zwei Worte, die dasselbe im Deutschen bedeuten, nämlich ebenfalls mit Freiheit übersetzt, bedeutet aber politische Freiheit. Keine Rechte, sondern gewährte Privilegien. Aha. Und Privilegien, die ich jemandem gewähre, die kann ich ihm auch wieder abspenstig machen, nicht wahr? Die jederzeit wieder entzogen werden können. Befreite römische Sklaven wurden übrigens Liberti genannt, um dem Kaiser zu gefallen. Wir erinnern uns an Kapitel 8, wie Ignatius diese bedingte Freiheit in Abschnitt 353.1 seiner geistigen Exerzitien beschrieben hat. Zitat: Wir müssen jedes eigene Urteil beiseite lassen und den Geist immer bereit und auffordernd halten, in allen Dingen der hierarchischen Kirche zu gehorchen. Der berühmte Kadavergehorsam, der daraus entstanden ist. Nicht wahr? Natürlich verloren die Libertis, die mutig genug waren, die Befehle zu verweigern, ihre bedingte Freiheit, ganz egal, wie klar und vernünftig ihr eigenes Urteilsvermögen auch gewesen sein mag. Sie wurden wieder in die Sklaverei zurückversetzt. Seit der Gründung der febronianischen Staatskirche ist die Rückversetzung der protestantischen Liberty bzw. der Protestanten in die Sklaverei so methodisch heimtückisch, dass sie kaum wahrnehmbar ist. Zu diesem Satz möchte ich nur ganz kurz etwas erwähnen, für diejenigen, die Englisch können. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich es erwähne, aber ich bleibe es erwähnen, weil es ist ungemein wichtig. Unser vor knapp 6 Tagen verstorbener Bruder, Richard Bennett von Berean Beacon, hat eine Sendung gemacht, die heißt Roman Control Through Civil Law, also die römische Kontrolle durch das bürgerliche Gesetz. Das ist ein Video von einer knappen Stunde, das ich auf meinem Zweitkanal Jugglers War und Disinfo auch hochgeladen habe. Und da zeigt Richard Bennett genau das auf, was hier in diesem lichtblau angestrichenen Satz zu lesen ist. Seit der Gründung der febronianischen Staatskirche, und das ist ja, wie wir uns erinnern, die amerikanische Kirche. Der Febronianismus wurde ja für die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt erst eingeführt. Wir erinnern uns an die Reise von John Carroll mit seinem Begleiter, Stoughton hieß er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie diese Reise gemacht hatten, wo sie auch in Trier waren, bei dem Febronianer. Ich komme jetzt im Augenblick auf seinen Namen nicht mehr. Ist auch nicht wichtig, könnt ihr ja in den Archiven dieser Lesung nachschauen. Und dem seine Schriften liegen ja der amerikanischen Kirche zugrunde. Und seit der Gründung der febronianischen Staatskirche ist die Rückversetzung der protestantischen Liberty, also beziehungsweise der Protestanten, in die Sklaverei so methodisch heimtückisch, dass sie kaum wahrnehmbar ist. Eben durch, wie Richard Bennett das in seinem Video sagt, die Kontrolle des Vatikan durch unsere bürgerlichen Gesetze. Dass wir es eben gar nicht merken. Wir werden alle katholisch gemacht, ohne dass wir es begreifen, ohne dass wir es merken. Das ist der Punkt, der hier gemacht wird. Und damit sind wir nicht frei, sondern sind wir Sklaven von Rom. Und deswegen hat Jesus Christus uns mit seiner Wahrheit frei gemacht und gesagt, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist leicht. Die Fesseln sind psychologisch.
Die Fesseln sind menschlich angepasst, indem die Vielfalt der spirituellen Exerzitien entsprechend erhöht und angeglichen wurden. Ja, Leute, die spirituellen Exerzitien beinhalten ja eben auch alle möglichen technischen Hilfsmittel, die wir heute haben, wie eben Smartphones, iPhones, iPads, Tablets, was weiß ich nicht alles, Flatscreen-Fernseher und alles andere, um uns in einem spirituellen niedrigen Level zu halten und uns unter Einfluss des Antichristen zu halten. Die Fesseln sind psychologisch, menschlich angepasst, indem die Vielfalt der spirituellen Exerzitien ganz sicher heute im 21. Jahrhundert entsprechend erhöht und angeglichen wurden. Das ist ein Wachstum. Ja? Es fing an mit dem Radio Anfang des 20. Jahrhunderts. Ne? Ich meine, in den 20er, 30er Jahren, in den 30er Jahren waren die Leute noch froh, wenn sie einen Volksempfänger irgendwo stehen hatten. Ein Radio. 30 Jahre später musste es ein Schwarz-Weiß-Fernseher sein. Nochmal 30 Jahre später musste es ein Farbfernseher sein mit einer Fernbedienung. Und heutzutage nennt man das ganz neudeutsch Flatscreen. Ja? So ein Schirm, den man sich an die Wand klatscht, wo teilweise die Wand eines ganzen Wohnzimmers als Schirm dient. Solche verrückten Leute gibt es schon, haben wir selbst schon gesehen. Unglaublich. Und dann wundern sie sich, dass sie da mit allem möglichen Quatsch indoktriniert werden und sie merken es selber nicht mal mehr. Die Fesseln sind psychologisch und die Daumenschrauben sind mehr und mehr zugeschraubt worden, enger geschraubt worden und angeglichen worden. Wie Aeneas, Anchises, Julius Ascanius und ihre trojanischen Anhänger sind die meisten Amerikaner in der Tat phrygische Freiheitskämpfer, die ihre Individualität und echte Freiheit freiwillig dem Ruhme Roms opfern. Und, meine lieben Brüder und Schwestern, das gilt nicht nur für Amerikaner. Hier sehen wir die Liberty-Kappe von dem jüdischen König Jehu, der sich hier vor Schalmaneser unterwirft. Hier haben wir den König Schalmaneser. Hier haben wir einen Priester, der eine Opfergabe bringt. Hier oben haben wir noch das Zeichen von Anu und so weiter und so weiter. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Der schwarze Obelisk von Killach, der im babylonisch-assyrischen Flügel des British Museum steht, dokumentiert die großen Errungenschaften des Gottkönigs Schalmaneser II. Aus dem 9. Jahrhundert vor Christus in einer Szene, in der verschiedene Monarchen dargestellt sind, die Babylon Ehrerbietung erweisen. Also, in einer Szene, in der verschiedene Monarchen dargestellt sind, die Babylon Ehrerbietung erweisen, sehen wir einen Monarchen vor Schalmaneser knien und ihn anbeten. Hier, Jehu. Schalmaneser wiederum bringt einem achtzackigen Stern, der mit Vogelschwingen und Schwanzfedern eingerahmt ist, ein Opfer dar. Das sehen wir hier. Ne? Achtzackiger Stern, hier auch von Federn eingerahmt. Und so weiter und so weiter. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ah ja. Der mit Vogelschwingen und Schwanzfedern eingerahmt ist, ein Opfer dar. Inschriften weisen diesen knienden Monarchen als König Jehu von Israel aus. Und jetzt kommt's. Bemerkenswert ist, dass nach der neuen katholischen Enzyklopädie Jehus Abbild hier das einzige bekannte gleichzeitig dargestellte Porträt einer biblischen Persönlichkeit ist. Also mit anderen Worten, das ist genau so, als ob man sagen würde, es gibt aus dem Heidentum eine Tafel, auf der Moses dargestellt ist. Das ist die Wichtigkeit dieses Steinblocks, mal eben deutlich gesagt. Ja? Noch bemerkenswerter ist, dass Jehu die phrygische Mütze trägt. Wie bei Brumidis junges Amerika ist auch Jehus Freiheit der Laune seines Gottkönigs unterworfen. Wie gesagt, das kommt ungefähr aus dem 9. Jahrhundert vor Christus, das ist also knapp 400 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft, und hier unterwirft sich bereits ein israelitischer König einem babylonischen Herrscher. Er unterwirft sich, indem er auf die Knie geht, Kopf runter und eine phrygische Kappe hat. Die Bibel bestätigt das Zeugnis des schwarzen Obelisken.
Bei 2. Könige, Kapitel 10, Vers 31 lesen wir, Zitat, aber Jehu achtete nicht darauf, von ganzem Herzen nach dem Gesetz des Herrn, des Gottes Israels zu wandeln, denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte. Die Schrift sagt uns weiter, dass Jehu das goldene Kalb angebetet hat. Jetzt wird's interessant, meine Lieben. Dass Jehu das goldene Kalb angebetet hat, eine heilige babylonische Ikone, die im 10. Jahrhundert vor Christus in Israel von Jehus Vorgängern Jerobeam in Mode gebracht wurde. Jerobeam verzichtete damit auf das Gesetz des Herrn, des Gottes Israel, und führte eine Demokratie ein. Das ist nur eine Weiterführung dessen, was wir im 1. Samuel Kapitel 8 lesen, wo die Israeliten brüllen, gib uns einen König, wir wollen einen König wie die Heiden. Und das passiert, wenn man dann einen König bekommt. Der führt eine Demokratie ein. Jetzt kommt's, aber was heißt denn das? Die Demokratie öffnete das israelitische Priestertum, das ursprünglich von Jahwe aus schließlich für die Familie der Leviten ernannt wurde. Für alle Antragsteller. Also auf einmal konnte jeder Priester werden. Man musste nicht mehr aus dem Geschlecht der Levi kommen, sondern egal woher man kam, man konnte eben auf einmal Priester werden. Infolgedessen wurde Jahwes Priestertum von Ungläubigen und ausländischen Sympathisanten infiltriert. Und das führt dann natürlich im Laufe der Geschichte dazu, dass wir sogenannte Schriftgelehrte und Pharisäer kriegen, die eben Gottes Wort verlassen haben. Das wäre mit den reinen Leviten nicht passiert, wenn die rein gehalten worden wären. Aber nein, der Mensch muss es ja besser wissen. Der will einen König vorgesetzt haben, will nicht mehr Gott folgen und der König führt eine Demokratie ein und dadurch können eben auch die Leviten unterwandert werden von Ungläubigen und ausländischen Sympathisanten. Diese bereiteten den Weg für Jehu vor, aus sich selbst einen phrygischen Bürger zu machen, der verpflichtet war, gehorsam mit den Vereinbarungen in allen Dingen, die sein Vorgesetzter Salmanasar II. Befohlen hatte, einverstanden zu sein. Genauso, wie es der schwarze Obelisk in klarer visueller Form abbildet. Als direkte Konsequenz von Jehus Abkehr vom Gott Israel begann die israelitische Nation zu zerfallen. Sie wurde schließlich vom zäsarischen Rom zerstört, 70 nach Christus, dem legitimen Erben der babylonischen Autorität von Salmanasar, das zurück auf Pergamon geht. Durch diese kosmische Glaubensschlacht zieht sich eine hochentwickelte Kabbala mit dem Konzept des goldenen Kalbs. Deswegen sagte ich eben, mit dem Kalb, hört jetzt gut zu, jetzt wird's wichtig. Das Wort Kalb, im Hebräischen der Sprache von Jehu und Jerobeam, ausgesprochen als Igel, während Jehu seinem Volk Salmanasar dem goldenen Kalb zur Anbetung gab, hat die Gesellschaft Jesu die amerikanische Öffentlichkeit dazu konditioniert, Roms goldenen Adler anzubeten, der jede nationale Flagge überragt. Könnte es also sein, dass wir, wenn wir Respekt, Zuneigung oder Loyalität gegenüber dem nationalen Adler zeigen, den haben wir ja in Deutschland, dachte ich auch, metaphysisch das goldene Kalb anbeten und uns so vom Gott der Bibel entfremden und uns in diesem Vakuum unter die Herrschaft der militärischen Kirche begeben? Flaggen und Symbole gibt es in der wahren Kirche nicht. Das beantwortet die Frage hier auch. Ja? Also, nochmal, während Jehu seinem Volk Salmanasars goldenem Igel, Kalb, das man Adler ausspricht, zur Anbetung gab, hat die Gesellschaft Jesu die amerikanische und nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit dazu konditioniert, sondern die deutsche auch, Roms goldenen Adler anzubeten, der jede nationale Flagge überragt. Und die Deutschen haben den Adler auch als ihr Nationalzeichen. Und es gibt noch andere Nationen, die das haben. Die Deutschen sind da nicht alleine. Aber jetzt versteht ihr vielleicht, wo der geistige Ursprung dahinter liegt. Das goldene Kalb. Wenn ich als Nation also diesen Adler als mein Symbol gebrauche, wobei eben wichtig ist zu verstehen, dass in der wahren Kirche es keine Symbole gibt,
Wenn ich aber dieses Symbol akzeptiere, dann bete ich im Grunde das goldene Kalb an. Mit anderen Worten, ich werde, ohne darauf hingewiesen zu sein, ohne darauf hingewiesen zu werden, werde ich zum Heiden gemacht. Esoterische und exoterische Lehre. Mir wird erzählt, auch der Adler ist ein Symbol für unser Ding, für unser System, für unser Land. Alles ganz in Ordnung. Aber der Adler steht eigentlich für ein goldenes Kalb. Und jeder kennt die Geschichte vom goldenen Kalb, das die Israeliten angebetet hatten in der Zeit, als Mose auf dem Berg Sinai war, nicht wahr? Das war Aaron, der das da gemacht hat. Aber, und die Israeliten haben es dann noch angebetet, oder nicht? Ja, klar. Ja, ja. Ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus. Wir sehen, daran sehen wir doch beispielsweise auch, dass die Schriftgelehrten die Macht im Staat haben. Ah ja, natürlich. Denn das Kalb ist nicht silbern, sondern Gold. Wenn man sich jetzt mal die Flagge vom Vatikan nochmal anschaut, ja, da sind wir nämlich bei dem Gold auch bei der spirituellen und bei der Tempelverehrung sozusagen. Ne? Da sind wir nämlich genau eben nicht nur im Weltlichen, sondern sind wir ja auch im Spirituellen unterwegs. Und deswegen siehst du dann auch daran, dass wenn ein goldenes Kalb angebetet wird oder jetzt auch ein übertragenes, anderes goldenes Wappentier angebetet wird, dass es dann eben nicht nur weltliche Auswirkungen hat, sondern dass da eben eine spirituelle Macht hintersteht. Das finde ich eigentlich noch, das finde ich eigentlich auch unheimlich wichtig dabei im Zusammenhang. Ja, wenn du die vatikanische Flagge schon erwähnst, dann sollten wir ja mal eben deutlich machen, die ist auf der linken Seite gelb und auf der rechten Seite weiß. Das heißt also, Gold steht wieder vor Silber. Ja? Also selbst in der Farbgebung, ne? Das hier ist Gold. Weiß ist Silber. Das Goldene steht vor dem Silbern, weil wir lesen ja von links nach rechts. Der goldene Schlüssel liegt über dem silbernen Schlüssel und verbunden sind die beiden Schlüssel mit einem roten Band, das Blut symbolisiert, weil nämlich die geistige Macht, die weltliche Macht in Zaum hält durch Kreuzzüge, heilige Kriege eben. Ne? Ja, guter Punkt, den du da gebracht hast, Michael. Bringst immer gute Punkte, kann man nichts gegen sagen. Ich habe noch mal ganz kurz eine Bemerkung dazu, bitte, die mir gerade so spontan einfällt. Mhm. Es ist ja auch manchmal so bei den Heidenvölkern, dass wir sehen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Indianer angucken in Nordamerika, dass ja in der Regel die, weil du sagtest gerade, die Schriftgelehrten haben ja, oder Michael sagte gerade, die Schriftgelehrten haben in der Regel sozusagen, oder geben den Ton an. Ne? Mhm. Bei den Indianern zum Beispiel war es ja in der Regel so, dass diese sogenannten Medizinmänner, dass ja, sag ich mal, nach deren Pfeife getanzt wurde. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und die haben ja auch meistens doch vor so allem eine Art Pfeife tanzen, ne? Kopfschmuck, der doch mit so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Federn, Adlerfedern, ja, sind, ja, aber mit Federn, ja, beschmückt ist, oder ja, nicht? Ja. Also ja, sehen wir da nicht da auch so ein Muster, dass sich das wirklich komplett durch, ja, auch durch Heidenvölker, durch, ja, ich sag mal, durch alle Ebenen dann durch, auch durchzieht, ne? Absolut, ja. Wir sehen einen roten Faden, der sich durch die verschiedenen Geschichten und die verschiedenen Religionen durchzieht. Und das ist dieser Faden, der im Grunde von Rom nach Babylon führt. Dass wir eben verstehen, dass der ganze Ursprung eben immer in Babylon ist, ja. Ganz richtig, gut bemerkt, ja, mit den Medizinmännern, Schamanen und sowas. Ja, nach der Pfeife tanzen, da musste ich eben an die Flöte tanzen denken. Da kommt bei Michael gleich wieder der Gedanke auf sich davon. Ezekiel 28,13, ja, ja, Agenda, ja. Genau. Aber genau. Da ist noch ein zweiter valider Punkt, den ich da jetzt hätte, wenn der Viktor jetzt sagt, von wegen hier Pfeife tanzen. Und die Indianer haben ja auch Totemtiere, also auch Tiere, die sie als spirituelle Begleiter sehen und denen, die also eine Kraft zuschanzen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass die jetzt hier diesen Igel genommen haben, also Adler, ne? Also jetzt nicht Igel, der Stachelige, sondern halt der Adler, der ist ja nun mal halt König der Lüfte. Und wir haben jetzt in dem Neuen Testament, im zweiten Epheserbrief beispielsweise, da wird eben dann auch benannt, das geht so, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, das ist ja ein Satz, den wir oft in der Agenda da zitieren, das ist eben so, dass also auch der Adler der König der Lüfte ist. Ne? Ja. Und
deswegen halt auch nicht umsonst ein Wappentier ist, das jetzt Deutschland jetzt vom Römischen Reich übernommen hat. Aber ich denke, der wichtige Punkt ist ja, dass es eben vor dem Römischen Reich, schon weit vor dem Römischen Reich, eben ein Wappentier gewesen ist. Ich erinnere mich an mit einem Disput mit einem Menschen, der aus Persien kommt und der mir gesagt hatte, nein, das stimmt alles gar nicht, das Wappentier von Persien ist der Adler. Und das geht also viel, viel weiter zurück, also geht ja noch vor Persien zurück. Und deswegen sehe ich halt immer die Reminiszenz an den König der Lüfte oder den Fürsten der Lüften, der jetzt halt da eben herrscht. Ne? Der Gott dieser Welt, ne? Ja, der Gott dieses Zeitalters, ne? Also dieses Äons, also, ne? Ja. Genau, genau. Und deswegen ist die Geschichte mit den Indianern natürlich absolut top, weil die Indianer selber ja auch beispielsweise jetzt auch schon wieder den Federschmuck haben auf dem Kopf, ne? Ja, das sagte Victor ja. Ja, eben, ne? Genau, ne? Da hast du halt immer dieses Luftelement und Luftelement steht eben für Geist. Der Fürst, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und damit ist es dann auch wieder da, ne? Ja. Ja. Genau. Gut, fahren wir fort. War ja ein schöner Punkt, den wir gemacht haben. Dankeschön. J.C. Judson erzählt uns in seiner Biografie über die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, dass als General Washington seinen berühmten Feldzug gegen Cornwallis in Yorktown plante, Zitat, die Armee mittellos war, die Staatskasse leer und die Kredite unsicher. Nur, das ist ungefähr so wie heute in Deutschland, ne? Plötzlich geschah eins der größten Wunder in der Geschichte der Philanthropie. Robert Morris, Superintendent der Finanzen und höchster Offizier in den Vereinigten Staaten nach den Statuten der Konföderation von 1781, stiftete persönlich 80 Kanonen und 100 Feldartilleriewaffen. Darüber hinaus bezahlte Morris alle anderen notwendigen Lieferungen und haftete mit seinem Privatvermögen in Höhe von, hört euch das an, in der Zeit damals, 1,4 Millionen Dollar, die bei Fälligkeit auch sofort bezahlt wurden. Wie schafft es ein Mensch in der Zeit, sich ein Privatvermögen von 1,4 Millionen Dollar anzuschaffen, das ich weiß nicht, wie viel hunderte Millionen Dollar wohl wäre, wenn man das in heutige Federal Reserve Noten umrechnet? Dies ermöglichte es der amerikanischen Armee, der Revolution den letzten Schliff zu geben und im Sieg über einen stolzen und gnadenlosen Feind zu triumphieren. Laut einer Version eines Historikers war dies die Situation, in der Robert Morris Amerika rettete. Also wenn da so ein Mensch auftaucht und Amerika rettet, dann gehe ich mal ganz sicher davon aus, dass die Jesuiten den irgendwie dahin gepflanzt haben. Der kommt nicht wie Jack out the Box irgendwie mal eben so dahergesprungen. Die offizielle Version wird in Constantino Bromidis Apotheose von Washington veröffentlicht. Also mit anderen Worten, das sehen wir jetzt gleich in dem letzten Bild hier, also in diesem Bild hier, ja, Merkur, Hermes, der Schwindler mit Robert Morris. Hier oben ist Hermes, den wir ja nun schon reichlich besprochen haben, mit seinen Flügeln hier oben auf dem Hut, mit seinem Stab hier, mit seinen Sandalen, wo er auch Flügel hat. Und hier unten sitzt der Morris. Ich erkläre das nur eben, weil wir das Bild jetzt gleich durch das Lesen nicht mehr sehen. Gleich sehen wir das Bild wieder. Es wird beschrieben, ne? Also prägt euch das ein klein wenig ein. Hier ist der Merkur, hier ist der Morris und er hält ihm hier das Geld hin. Also, wenn der Morris dann die Amerikaner bezahlt, wo hat er das Geld denn her? Von dem Trickster, von dem Schwindler. Und wer ist das? Also, hier sehen wir den Superintendent Morris, wie er von seinen Buchhaltungsunterlagen zu einer weiteren römischen Gottheit aufblickt. Wir erkennen die Gottheit an dem vertrauten Hermesstab in seiner rechten Hand und an der geflügelten Sandale, die er in Kussweite von Morris' Lippen bewegt hat, sowie an dem Beutel Gold, den er verlockend vom Morris' Gesicht baumeln lässt. Die Gottheit ist Merkur, der Psychopomp, der Schwindler, die Schutzgottheit der Händler, Betrüger und Diebe. Merkur, die brillante Rattenfängergottheit, die die Seelen der sündigen Menschheit täuscht, damit sie ihm überschwänglich bis in das Vergessen des Hades folgen. So wie Sebastiano Ricci mit seiner Malerei Merkur subtil als Leitgedanken des modernen römischen Katholizismus etablierte, so erkennt Brumidi in seiner Malerei die Vormachtstellung der gleichen Gottheit
bei der Erfüllung der amerikanischen Revolution an. Und das sehen wir hier noch einmal deutlich in diesem Bild. Außergewöhnlich heftigen Stoff liefern diese Bilder. Ja, wir hatten ja in der vorgehenden Sendung schon die anderen Bilder des Kapitols besprochen und das ist wirklich außergewöhnlich heftiger Stoff. Und wie so viele in diesem Buch vorgestellten Zeugnisse, wie zum Beispiel die Überlegenheit der Gesellschaft Jesu, wie zum Beispiel die Veröffentlichung der Kriegsstrategien von Sun Tzu in einer westlichen Sprache, die Namen, die Zahlen, die Daten, der Ort und die Gestaltung der Hauptstadt Washington, die Architektur, die Statuen, die Denkmäler, die Embleme, die Fresken, die Zeremonien, die nicht von den Opfern des Schwindlers stammen, sondern die alle vom Schwindler selbst kommen. Es ist, als ob der Sinn des Tricks darin besteht, das Opfer vorher in Wort und Bild zu warnen, dass es kurz davor steht, getäuscht zu werden. Denn ein Betrug ist viel süßer, wenn der Betrogene selbst dem Betrug zustimmt. Auf diese Weise bleibt das Gewissen des Schwindlers rein. Jetzt habe ich hier einen kurzen Kommentar beigeschrieben, wobei ich mir vorstellen könnte, dass auch noch jemand aus der Gruppe hier einen Beitrag zu leisten möchte zu dem, was ich hier gesagt habe. Denn ein Betrug ist viel süßer, wenn der Betrogene selbst dem Betrug zustimmt. Durch dieses Verständnis wird vielleicht auch vielen deutlich, warum viele wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel die Anschläge vom 11. September 2001, vorher angekündigt wurden, in zum Beispiel der Zeichentrickserie The Simpsons, in dem Hollywood-Spielfilm The Matrix, in den Hollywood-Spielfilmen Zurück in die Zukunft, Terminator 2 und so weiter und so weiter. Wir werden ver... Punkt, Punkt, Punkt. Sie zeigen uns, was passiert. Denn der Betrug ist für die, die uns betrügen, so viel süßer. Wenn wir es vorher wissen, aber nichts dagegen tun. Und wenn man nichts tut, dann ist ja das schöne Wort, dass man sagt, Schweigen ist Zustimmen, nicht wahr? Also sie zeigen uns, was passiert. Wir reagieren nicht. Dann stimmen wir zu. Och, so ist es richtig süß, die Leute wirklich auf den Arm zu nehmen. Constantino Brumidi perfektionierte die Kuppel des großen Himmels bis in die 70er Jahre hinein. Im Jahr 1879, im Alter von 74 Jahren, rutschte er beim Arbeiten an dem Gemälde von Penns Vertrag mit den Indianern aus und stürzte vom Gerüst. Er baumelte ca. 17 Meter über dem Marmorboden und konnte sich festhalten, bis Hilfe kam. Er entkam so dem tödlichen Sturz, aber der Schock der Erfahrung brachte ihn einige Monate später um. Und das beendet das 23. Kapitel. Und hier haben wir die Naram-Sin-Henoch-Stele mit hier oben Marduk, das Zeichen des Marduk, das wir uns anschauen. Und das leitet das nächste Kapitel 24, das Mahlzeichen Kains, ein. Eins der wichtigsten Kapitel dieses Buches überhaupt. Ich finde persönlich, und ich denke, Victor wird mir dazu stimmen, der kann ja dazu mal eben seine Meinung kundgeben, bevor wir anfangen zu lesen. Ich persönlich finde Kapitel 24 und 25 die bestimmendsten Kapitel dieses ganzen Buches. Was denkst du davon, Victor? Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das ist natürlich so, dass man in gewisser Weise natürlich ein bisschen gebrieft sein muss, um auf diese Thematik, die jetzt gleich angesprochen wird, darauf hinzukommen. Weil es ja so ist, dass in dieser Welt, sage ich mal, gewisse Gesetzmäßigkeiten herrschen, also dass der Teufel bzw. der Antichrist bestimmt, woher der Wind weht. Und daher ist es, denke ich, auch interessant für jeden individuell, ja, wie man sich denn damit verhalten, ja, einmal sollte nach dem Willen des Schöpfergottes und ja, nach dem Willen des selbsternannten Gottes. Ne? Ja, das Buch kommt im Grunde mit dem Kapitel 25, die zwei Ministerien, zu einem Klimax, in dem es uns auch erklärt, nicht nur in den vorangegangenen Kapiteln uns erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist,
sondern in Kapitel 25 uns sagt, wie wir damit umgehen sollen, finde ich persönlich. Und Kapitel 24, das Zeichen des Kain oder Mahlzeichen des Kain, trägt da schon sehr gründlich zu bei. Deswegen finde ich persönlich, also abgesehen von Kapitel 1, dass, wenn man Kapitel 1 meint, widerlegen zu können, muss man das ganze Buch nicht lesen, aber das kann man nicht widerlegen. Von daher sollte jeder das Buch lesen, der Kapitel 1 sich einmal kurz angeschaut hat. Dieses Buch ist sowas von einer, hat so etwas von einer enormen Wichtigkeit, und das kommt aber erst richtig zu tragen, nachdem in all den vorangegangenen Kapiteln uns erklärt wurde, wie es dazu kam. Und jetzt in Kapitel 24 und 25 kommt der Autor zu einem wirklich klimatischen Abschluss. Also meine ich von Klimax, von Höhepunkt her, Abschluss. Und da stimmst du mir zu, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch so, gerade das, was wir gelesen haben und das, was wir jetzt auch noch in dem jetzt kommenden Kapitel, in Kapitel 24 lesen werden, das ist an sich auch nochmal, ja, geht nochmal in diese Tiefe rein, um, ja, ich sag mal, dieses nützliche Wissen zu enthüllen, wie diese Weltherrschaftsstrukturen aufgebaut sind. Und es gab noch mal, ich versuche das gerade zu finden, in der Orientierung oder im Vorwort war das, gab es noch mal so einen passenden Satz. Ich hab den, glaube ich, dort wird der, ich glaube, der Agenturleiter oder Agent oder was, der von dem Tapper Saucy, ich versuche das doch mal gerade zu finden. Vielleicht kannst du ja noch mal in der Zwischenzeit noch, oder hast du noch was anzufügen? Nee, weil an sich nee, ich finde es jetzt gerade nicht. Da musst du jetzt noch mal kurz überbrücken. Vielleicht finde ich es jetzt gleich noch mal. Moment. Ja, schau einfach noch mal, da fange ich schon mal an, in dem Kapitel zu lesen. Und dann kannst du es in der Zwischenzeit kannst du es raussuchen und dann unterbrichst du mich halt. Oder ich bewahre es mir dann als Schlusswort nochmal auf. Oder du bewahrst es dir als Schlusswort auf, ja. Also Kapitel 24, das Mahlzeichen des Kains, beginnt mit einem Zitat. Das kommt von dem Buch Vicars of Christ, Stellvertreter Christi, von, also ich, wenn ich mich nicht irre, Pedro de la Rosa ist das, ne? Oder ist das Peter de Rosa? Oder ist das Malachi Martin? Weiß jetzt nicht, wer von den beiden das geschrieben hat. Auf jeden Fall, in dem Buch, Vicars of Christ, das es nicht in Deutsch gibt, aber das übersetzt halt Stellvertreter Christi, ist ein Zitat als Gebet von Antichrist Papst Johannes dem 23. aus 1960 zitiert. Das lautet, Zitat, das Mahlzeichen Kains ist auf unsere Stirn geprägt. Über die Jahrhunderte hinweg lag unser Bruder Abel im Blut, welches wir mitsamt vieler Tränen vergossen haben. Dies haben wir verursacht, weil wir deine Liebe vergaßen. Ende Zitat. Das sagt uns ja nun ziemlich deutlich, wer das Zeichen des Kain hat. Und das wird ja eben in dieser Welt auch oftmals assoziiert mit dem Zeichen des Tieres oder des Menschen, 666. Nun, heutzutage leben wir bereits in der neuen Weltordnung, genau wie die Menschen unter Augustus Caesar das auch schon taten. Die neue Weltordnung ist eine gegenwärtige Realität, die es zu erkennen und verstehen gilt, um ihr in einer Weise zu begegnen, die Gott gefällig ist. Es war letztendlich Gott, der die neue Weltordnung begründet hat. Wir können darüber in der Bibel lesen. Tatsächlich ist die Bibel die einzige Aufzeichnung, die uns zur Verfügung steht, die öffentlich und wahrheitsgemäß die Grundlagen der Ursprünge und der Entwicklung dieser Herrschaftsstruktur im Lauf der Zeit darlegt. Die Bibel berichtet über die großen, entscheidenden Ereignisse des Fortschritts des menschlichen Lebens bis zum Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Die Bibel berichtet über die Schöpfung der Erde und ihrer Fülle, die Schöpfung von Mann und Frau und ihre Abkehr von Gott, die erste Empfängnis, die erste Geburt, das erste Opfer, den ersten Mord, das erste Mahlzeichen, die erste Stadt, die erste und einzige große Flut, die überlebende Familie und ihre besondere Beziehung im Lauf der Zeit zu Gott. All diese bedeutsamen historischen Ereignisse werden in der Bibel mit einer starken Wahrhaftigkeit dargeboten, die immer, oft zur Überraschung vieler Gelehrter, durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen gestützt werden.
Die israelischen Autoren der Bibel, die von ihrem Gott Jahwe inspiriert wurden, hatten keinerlei Monopol auf die Berichterstattung dieser Ereignisse. Priester anderer Nationen berichteten ebenfalls von denselben Ereignissen. Auch wenn sie dabei diese Berichte geschickt in die vorherrschenden administrativen Bedürfnisse angepasst haben. Das Ergebnis ihrer missionarischen Anpassungen ist das, was wir heute als Mythologie kennen. Ich denke, es gibt in diesem ganzen Buch bis hierhin wenig Sätze, die so wichtig sind wie der gerade eben vorgelesene. Die israelischen Autoren der Bibel, also die von Gott durch den Geist eingegebenen Menschen, die damals in Hebräisch und Aramäisch das Alte Testament aufgeschrieben haben, die von ihrem Gott inspiriert wurden. Sie hatten kein Monopol auf die Berichterstattung dieser Ereignisse. Das heißt mit anderen Worten, einmal geschrieben, kann es immer passiert sein, dass diese Schriften eben auch den Heiden bereits in die Hände gefallen sind. Und dann haben Priester der anderen Nationen ebenfalls das gelesen und berichteten von denselben Ereignissen. Aber natürlich berichteten sie nicht davon, weil sie wurden ja nicht aufgetragen, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, sondern sie taten das aus ihrem eigenen heidnischen Standpunkt heraus. Und deswegen sagt der Autor auch, wenn sie dabei diese Berichte geschickt an die vorherrschenden administrativen Bedürfnisse angepasst haben. Das heißt, sie haben das, was die Israeliten von der Wahrheit geschrieben haben, verdreht in ihre eigenen menschlichen Legenden und Traditionen. Das Ergebnis ihrer missionarischen Anpassung ist das, was wir heute als Mythologie kennen. Also, wenn ihr irgendetwas lest über Götter, nordische Götter, griechische Götter, babylonische Götter, chaldäische Götter, nur mal, spielt keine Rolle, wo auch immer, dann hat das alles seinen Ursprung in der Bibel. Ist nur verdreht, dass es eben den Leuten passt, die mit der Bibel eben nichts zu tun haben. Das ist dieser letzte Satz. Das Ergebnis ihrer missionarischen Anpassung, also das Ergebnis der Anpassungen der wahren Bibelgeschichte an heidnische Kulturen, ist das, was wir heute als Mythologie kennen. Eine der hartnäckigsten Mythen, die auf einem entscheidenden biblischen Ereignis basiert, erklärte den Menschen unter babylonischer Herrschaft den göttlichen Ursprung ihrer Regierung. Wir sprechen hier von dem Mythos von Marduk. Der Marduk-Mythos beginnt mit Anu, der Hauptgottheit der babylonischen Mythologie. Wir sehen hier nochmal eine andere Zeichnung von dem Naran-Sin, Stele mit dem Zeichen von Anus auf der Spitze. Da sagte ich ja hier Anu, das ist das Zeichen hier oben. Das hatten wir ja bereits Anfang des Kapitels gesehen. Wir gehen nochmal eben hin und schauen uns das hier an. Hier sieht man das deutlicher. Hier ist das Zeichen des Anu, dieses Sonnenzeichen, das wir hier sehen. Das ist im Grunde der Name des Gottes. Und darunter sehen wir dann eine Darstellung, die wir noch erklärt werden. Das ist die Hanoch-Stele. Also, der Marduk-Mythos beginnt mit Anu, der Hauptgottheit der babylonischen Mythologie. Die bestürzt auf die Erde herabblickt und das Land im Chaos versinken sieht. Also die Sonne ist hier oben und schaut hier runter und sieht das Chaos. Auf deren Oberfläche sich monströse Schlangen stummeln. Anu spürte, dass Ordnung in dieses Chaos gebracht werden musste und dass diese Aufgabe genau das Richtige für Marduk, den erstgeborenen Sohn der Mondgöttin Ea, wäre. Beinahe Eva, nicht wahr? Da seht ihr, wo das herkommt. So rief Anu Marduk und bat ihn, der Erde Ordnung zu bringen. Also wir lesen hier im Grunde mehr oder weniger die Schöpfungsgeschichte aus heidnischer Sicht, Mondgöttin Eva und ihr Erstgeborener. Marduk stimmte der Aufgabe unter der Bedingung zu, dass er zu dem Ersten unter den Göttern gemacht würde und dass sein Wort die gleiche Autorität wie das von Anu erhalte. Daraufhin akzeptierte Anu Marduks Bedingungen und verlieh ihm die Befugnisse und Insignien, die Zeichen bzw. das Mahlzeichen, die Befugnisse und Insignien des Königtums. Damit wurden Marduks Worten und Handlungen die gleiche Autorität wie Anu verliehen. Also mit anderen Worten, der Stellvertreter Gottes auf Erden, nicht wahr? Bewaffnet mit dieser göttlicheren Macht
stieg Marduk zur Erde hinab und trennte das trockene Land vom Meer. In Genesis lesen wir, wer das wirklich getan hat. Er hatte die Kontrolle über die monströsen Schlangen und jeder Übeltäter, der dumm genug war, sich ihm entgegenzustellen, wurde vom Zorn Gottes getroffen. Das war doch, was Gott sagte, dass kein siebenfach gerecht wird, jeder, der ihm etwas täte, nicht wahr? Seht ihr diese missionarische Adaption, wie das umgeheidnisiert wird, was in der Bibel steht? Unglaublich interessant, das Teil dieses Kapitels. Das Ergebnis von Marduks Ordination wurde in der Siegerstele von Naram-Sin dargestellt, die heute im Louvre in Paris ausgestellt ist. Also diesen Stein, den wir gerade eben als Foto gesehen haben und hier als Zeichnung nochmal sehen, könnt ihr euch im Louvre in Paris anschauen. Eine Stele, das ist ein Begriff für einen hohen, freistehenden, monolithischen Pfeiler. Stelen dienten oft als Grabmal oder auch als Inschriften oder Grenzstein. Bei den Maya dienten sie meist der Herrscherapotheose. Ja, das will also mit anderen Worten sagen, dass es diese Pfeiler bereits gab, bevor die Erde geteilt wurde. Ja, also vor den Zeiten von Peleg, wie wir in der Bibel lesen, weil Peleg lebte in einer Zeit, in der die Erde geteilt wurde. Das heißt, wo der eine große Kontinent, die eine große Landmasse, die von Gott aus dem Meer geholt wurde und geschaffen wurde, aufgeteilt wurde in das, was wir heute die verschiedenen Kontinente auf dieser Welt kennen. Weil sonst könnten die Mayas das ja gar nicht kennen, nicht wahr? In diesem sehr alten babylonischen Artefakt wird Anu abgebildet. Wie er Naram-Sin, das bedeutet Geliebter der Sünde und bezieht sich auf Henoch, die Macht über die Menschenmassen und andere Wesen verleiht. Wir sprechen hier von dem Henoch aus der Linie von Kain, nicht dem Henoch aus der Linie von Seth, um das eben deutlich zu machen. Anus Name, eingraviert am oberen Ende der Stele, ist das Keilschriftsymbol für Himmel, das Doppelkreuz, wie wir es hier nochmal in klein sehen und wie ihr hier gesehen habt, hier oben ist es noch ausvergrößert. Dieses Doppelkreuz oder mit anderen Worten auch ein achtstrahliger Stern, könnte man sagen, ja, ist eben das Zeichen von Anu, sein Name. Und da werden wir auch gleich noch ein paar andere sehen. Denn, wir lesen weiter, Marduk trägt das Malzeichen von Anu wie ein Polizist, seine Marke. Ja, das haben sie natürlich aus dem Englischen übernommen. Ihr kennt ja die amerikanischen Cops, die ja Cops heißen, weil sie damals eine Kupfermarke an der Brust hatten und deswegen nannte man das kurz Cop. Und das ist, deswegen werden die amerikanischen Polizisten so bezeichnet. Unsere deutschen Polizisten haben ja nicht so eine Marke, aber wir reden ja hier auch über die Amerikaner ein bisschen. Also Marduk trägt das Malzeichen von Anu wie ein Polizist seine Marke. Es macht ihn zu einem Gott. Mancher Polizist glaubt ja auch, dass er Gott ist. Tatsächlich war die Ikonografie der Ordination der alten babylonischen Nationen immer mit diesem Symbol gekennzeichnet. Noch heute finden wir es in der Flagge Großbritanniens, die offiziell als die Vereinigung vom schottischen St. Andreas-Kreuz mit dem englischen St. Georg-Kreuz gilt. Das ist die exoterische Lehre. Die esoterische Lehre ist, dass das das Kreuz des Anu ist oder das Zeichen des Anu ist. Im Anhang sehen wir noch einige Bilder, da müssen wir mal kurz hingehen. Das ist Seite 293, also wir sind hier auf 268, da müssen wir gleich zurück. 293, dann gehen wir da mal eben hin und dann schauen wir uns da die paar Bilder an, die wir hier in dem Anhang haben des Buches. Das fängt hier an, das Zeichen Anus innerhalb 5 Jahrtausende. Ja, also 50 Jahrhunderte lang. Hier auf der linken Seite sehen wir, der Saum von Marduks Kleidungsstück, das sehen wir auf dem anderen Bild noch in größer, ist das jetzt hier oder, na hier ist es jetzt nicht, aber hier ist es halt ausvergrößert, ja, das ist hier das Bild, warte mal, 268 waren wir, ne, die Seite, ich glaube, wir gehen da mal eben hin, warte mal, hier sehen wir das gleich, wenn ich mir nicht, hier, das ist das Bild in groß, ja, hier sehen wir also, Marduk bestraft den Übeltäter Tiamat mit Blitzschlägen und so weiter und so weiter. Da können wir gleich sprechen. Aber ihr seht hier, das Stück hier ist rausvergrößert. Das hier. Und das ist genau das, was wir dann als Bild sehen auf Seite 293. Bin ein bisschen zu weit. Dann gucken wir hier nochmal. Das ist dieses Stück, was wir hier sehen. Also der Saum von Marduks Kleidungsstück
besteht aus dem Zeichen Anus, die Marduk autorisiert, die Übeltäter zu bestrafen. Rechts sehen wir hier, der antike babylonische Zylinder im Britischen Museum stellt die Himmelskönigin Easter dar, die von 4 Anu-Zeichen umgeben ist und durch diese ermächtigt wird. Das ist also Ishtar, Easter, Ostern, Himmelskönigin. Hier links sehen wir die Steintafel im British Museum zeigt Nabonidas, den babylonischen Gelehrten Pontifex Maximus, der die Platzierung der alten Anu-Zeichen während der Restaurierung von Anus Tempel in Sippara 8 oder 9 Jahrhunderte vor Christus überwacht. Sehen wir hier, wie das da transportiert wird. Dann sehen wir das größte Anu-Zeichen auf dieser Welt. Die Piazza San Peter in Rom, also St. Petersplatz in Rom, wo sich Menschenmengen versammeln, um die Päpste zu hören, ist mit dem Zeichen von Anu versehen. Das ist ein 8-zackiger Stern hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Nur, weil das so groß ist, sieht man das nicht. Da muss man mit Abstand drauf schauen, um das zu sehen. Das ist genau wie man das Muster eines Mosaiks auch erst erkennen kann, wenn man ein wenig Abstand gewinnt. Das ist hier mit diesem Zeichen des Anu genau dasselbe. Mitten auf dem St. Petersplatz. Und dann sprechen wir noch nicht mal von dem großen Phallus-Symbol, das in der Mitte ist. Na? Aber das ist das. Ein großes Sonnenrad, wird auch gesagt, aber eben ein 8-zackiger Stern ist das Zeichen des Anu. Hier auf den beiden Seiten, die wir hier lesen, haben wir Vorder- und Rückseite der antiken assyrisch-babylonischen Bronzetafel, die die Welt in den Klauen eines bösen Dämons darstellt. Von 1659 Britannica aus Band Nummer 7, Seite 190. Der Dämon ist jedoch nur ein Hund, der die Widerspenstigen für Anu tötet, so ebenso wie Satan dies für Yahweh tut, indem er die Erde durchstreift und auf ihr umherwandelt. Beachten Sie die Anu-Signatur direkt unter und links neben dem klaffenden Maule des Hundes. Ja? Also, das haben wir hier oben einmal unter dem Maul des Hundes. Da sehen wir es einmal und wir sehen es noch ein andermal in... Jetzt habe ich gerade Pflaumen auf den Augen, Tomaten auf den Augen. Ich sehe es jetzt nur das eine Mal da. Und wo war es noch beschrieben? Direkt unter und links neben dem klaffenden Maul. Da neben dem klaffenden Maul sehe ich es nicht hier. Aber links unter. So. Also. Eckzähne sind eine beliebte Metapher für Kain. Deswegen nennt man übrigens in Amerika oder in Englisch auch Hunde K9. Kane, habt ihr das sicher schon mal gehört, ne? Gibt da sogar diese Filme da mit dem Schäferhund, da mit James Belushi, dachte ich. Der heißt doch auch K9 im Englischen. Also die Hunde, die Polizeihunde im Englischen heißen K9. Das ist abgeleitet von Kain. Kane. Es gibt keinen helleren Stern am Himmel als den Hundsstern, der nach Kain benannt ist. Das dürfte Saturn sein, nicht wahr? Die Ägypter nannten Canis, den Hundstern, die zweite Sonne, weil er die geheimnisvolle Welt der Finsternis beherrschte als ein Herrscher dessen, was Paulus die Finsternis dieser Weltzeit in Epheser 6, Vers 12 nennt. Homer nannte Canis den bösen Stern, weil sein Aufstieg die heiße Sommerzeit und die damit verbundene Pestilenz mit sich brachte. Der Hundstern ist Sirius. Ach, Sirius, okay. Ja. Mhm. Menschenopfer wurden dargebracht, um den Hundstern zu besänftigen, der von vielen Gelehrten als der Luzifer aus Jesaja 14, 12 angesehen wurde. Und hier sehen wir etwas aus dem heutigen Leben, nämlich das Anu-Zeichen hier in der Tür ganz deutlich zu sehen, ja, auf der Eingangstür zur Harvard-Universität. Und hier ein Freimaurertempel. Links, wie Albert Pike bezeugte, wurden die Anu-Zeichen und andere Embleme, die Kains Autorität zur Herrschaft repräsentieren, seit ihrer Gründung durch Henoch durch die Freimaurerei verwahrt. Also Henoch, wir sprechen hier immer noch von dem aus der Linie des Kain, nicht aus der Linie des Seth. Jeder freimaurerische Tempel verkündet seine Hingabe an Anu. Und jetzt auf ganz hoher Position
Das US Supreme Court Building, also das Gebäude des amerikanischen obersten Gerichtshofs, enthüllt die Anu-Signatur in seinen äußeren Steinwerken, hier, sowie durch bronzene Schmiedearbeiten im gesamten Inneren, hier auf dem anderen Bild, auf dem Rechts- und Linkbild, also die beiden. Die amerikanische Justiz rächt ihre Täter mindestens siebenfach, nicht weil sie korrupt ist, sondern weil sie keins göttliche Ermächtigung dazu geerbt hat. Und dann sehen wir es hier noch einmal auf einem Balkon, auch wohl von dem Gerichtsgebäude. Und das waren die Bilder, die ich euch hier zu zeigen wollte. Sehr schön, wie Victor das auch in das Buch mit eingefügt hat. Auf 263 waren wir, glaube ich, ne? Ja, die Extra-Bilder, die waren von Stefan noch mit dahin angefügt. Ah, schön. Ja, die kommen aus dem Originalbuch natürlich, aber in sehr guter Qualität hier mit reingefügt, ne? Finde ich schon. Also das habt ihr beiden dann gut gemacht. Danke dafür nochmal. Also, siehe Anhang A, die 50 Jahrhunderte des Anu-Malzeichens haben wir jetzt gerade gesehen. Dass dieses Kreuz im Grunde auch Kreuz in der Flagge Großbritanniens darstellt und eben nicht eine Vereinigung von dem sogenannten schottischen St. Andreas-Kreuz mit dem englischen St. Georg-Kreuz ist. Das ist die offizielle Lehre. Aber ihr, die ihr das Buch Herrscher des Bösen kennt, ihr wisst besser als die meisten. Wenn ihr das Buch Herrscher des Bösen kennt, dann wisst ihr auch mehr über amerikanische Geschichte als 95% der amerikanischen Bevölkerung mindestens. Wenn nicht mehr. Das nun mal eben dazu. Wir finden es in der Dekoration von Regierungsgebäuden, insbesondere Gerichtssälen, wie wir gerade eben gesehen hatten. Es bildet das Grundmotiv für einen Grundteil der dekorativen Architektur des US Supreme Court Gebäudes. Das vermutlich größte Exemplar befindet sich auf dem Petersplatz im Vatikan, hatten wir auch gesehen. Im Zentrum des Zeichens ragt der Obelisk empor. Um ihn herum versammeln sich die gläubigen Katholiken, um päpstliche Edikte und Segnungen zu empfangen. Kein Zweifel. Es handelt sich um ein sehr altes Symbol, das immer im Dunstkreis von großer Macht und Herrschaft auftaucht. Kann es wirklich sein, dass ein Symbol für so viel Macht nur auf einem Mythos basiert? Oder basiert es vielleicht doch auf einem wahren Kern, aus dem der Mythos hervorging? Der versierte Bibelleser erkennt im Mythos von Marduk sofort, dass man hier eine missionarische Anpassung am biblischen Bericht von Kain vorgenommen hat und diesen Bericht in einem neuen Mythos hat aufgehen lassen. Jetzt eine Erklärung zu dem Relief, was wir hier sehen, wo wir ja den kleinen Ausschnitt gerade eben bereits vergrößert gesehen hatten auf Seite 293 oder irgendwo da oben, wo wir gerade eben waren. Marduk bestraft den Übeltäter Tiamat mit Blitzschlägen von einem Relief an den Wänden des Palasts des assyrischen Königs Nasirpal aus dem 9. Jahrhundert vor Christus, heute im britischen Museum. Beachten Sie die wiederholende Anu-Signatur im Saum von Marduks Kleidungsstück. Also hier sieht man überall das Zeichen von Marduk. Anu hierin. Und die Sichel unter seinem linken Arm. Ja, hier, die Sichel. Enthüllt der Künstler hier auf subtile Weise, dass Marduk einst Bauer war? Wer war denn der erste Bauer? Kain, der die Früchte seiner Arbeit als Opfer dargebracht hat? Ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ein intelligenter Mensch, der hier mittlerweile die Zusammenhänge erkennt. Der versierte Bibelleser erkennt also im Mythos von Marduk sofort, dass man hier eine missionarische Anpassung am biblischen Bericht von Kain vorgenommen hat und diesen Bericht in einem neuen Mythos hat aufgehen lassen. Die beiden Protagonisten sind bemerkenswert ähnlich. Sowohl Kain als auch Marduk waren beide erstgeborene Söhne von Müttern, die fast den gleichen Namen trugen. Marduk, Sohn von Ea, Kain, Sohn von Eva. Beide Erstgeborenen wurden in eine Position versetzt, die sie befähigte, über das Böse zu herrschen, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Marduk aufgrund seines Heldentums, Kain wegen seiner eigenen Bosheit. Damit sie sich aber effektiv, ach übrigens ja hier aus seiner eigenen Bosheit, schön, da haben wir hier einen Bibelvers eingefügt, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht
Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Genesis Kapitel 4, Vers 7, wo Gott zu Kain spricht. Damit sie sich aber effektiv unter den Übeltätern bewegen konnten, erhielten beide von Gott, vom Gott des Himmels einen Schutzsiegel der Immunität. Gott sagte zu Kain: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Na? Original in der Bibel heißt es, 1. Mose, Kapitel 4, Vers 15, Zitat, da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und wer hat Anfang dieses Kapitels noch gesagt, wir tragen das Zeichen des Kain? Nun, in Marduks Fall waren die Übeltäter chaotische mythologische Wesen, die Annos Erde ins Verderben stürzten. Die Übeltäter in Kains Fall waren Menschen, die ihn hätten töten können, da er selbst ein Übeltäter geworden war und zudem obdach- und schutzlos. Die Bibel berichtet uns genau, warum Kain obdachlos wurde. Sein Hof weigerte sich nämlich, seine Ernten einzufahren, da er den Boden mit dem Blut seines Bruders befleckt hatte. Kain erhob sich gegen seinen Bruder Abel und tötete ihn. Die Bibel schweigt sich leider über das Motiv aus. Aber es war vermutlich Wut aus blinder Eifersucht. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt jedenfalls keinen biblischen Hinweis darauf, dass Kain Abel gehasst hätte. Was wir aber über ihre Beziehung wissen, ist, dass Kain mit seinem Bruder sprach und ihn danach auf einem Felde ermordete. Das wir nachlesen im 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ich vermute mal mehr oder weniger Eifersucht, weil sein Opfer angenommen und Kains nicht wurde. Auch werden uns keine Details über den Mord mitgeteilt, nur das kleine Detail, dass es eine blutige Tat war. 1. Mose 4,10, er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. In ähnlichen Worten hat der Papst das Kapitel mit seinem Zitat hier begonnen. Das Blut ist dabei ein wichtiger Hinweis auf das Motiv. Wir wissen, dass Kain zuerst niedergeschlagen war, dann aber wurde er wütend auf Gott, weil er Abels Opfer von dem Seinigen bevorzugte. 1. Mose 4,5. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Abel, der Hirte, opferte Lämmer aus seiner Herde, wie wir lesen im 1. Mose 4,2, und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Na, der erste Bauer, die Sichel. Aber Kain, der Bauer, der anscheinend annahm, dass es beim Opfer darum ging, das Beste aus den Früchten seiner Ernte an Gott zurückzugeben, opferte somit Erntegaben. Gott aber beachtete Kains Opfer nicht, während er die Opfer darbringen von Abel schätzte, wie wir nachlesen können. In Genesis Kapitel 4, Vers 4, Zitat, und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. An anderer Stelle der Schrift erfahren wir den Grund. Es handelt sich um ein Prinzip, das für die meisten von uns schwer zu begreifen ist. Das Prinzip ist folgendes: Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Denn es steht geschrieben in Hebräer 9,22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Abel gefiel Gott, weil er Blut vergoss, das Blut von Opfertieren. Das symbolisch steht für das Blut von Jesu Christi, der dann später durch das Vergießen seines Blutes als zweiter Adam die Menschen aus der Verurteilung zum Tod herausgeholt hat, die an ihn glauben, herausgeholt hat und herausholt, heute und bis in die Zukunft. Ja? Abel gefiel Gott, weil er Blut vergoss, das Blut von Opfertieren. Und das ist ein Zeichen für die späteren Opfer, die dann durch die Leviten, die Israeliten, die Jahrhunderte durchbringen, bis schlussendlich Jesus Christus in Erfüllung
erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Die Saat ist, die aufgeht und die dann die Menschheit von dem Fluch des Todes durch sein Opfer am Kreuz befreit. Das bringt uns zum Ende der Lesung von heute, vom Herrscher des Bösen. Und dann möchte ich doch nochmal eben fragen, Viktor, hast du inzwischen die Stelle gefunden, die du gesucht hast? Ja, und zwar war das ein Absatz aus dem Vorwort, nee, aus der Einleitung. Ich war immer mit dem Vorwort unterwegs, deswegen hat das nicht geklappt vorhin. Aber vielleicht passt das jetzt auch besser, weil wir ja gerade, wie du schön vorgelesen hast, aus dem Buch die ganzen Zeichen von Anu, wo wir die heute noch wiedersehen. Und da hat der leitende Journalist Pat Shannon in der Einleitung geschrieben, so ziemlich am Ende, also der Autor Tapasorsi hat hunderte dieser symbolischen Zeichen, Ikonen, Statuen und Gebäude analysiert, die von den wahren Herrschern der Welt hinterlassen wurden. Hinweise, die wir gelernt haben zu ignorieren. Er hat sie bis zu ihren Ursprüngen zurückverfolgt und sie mit geschichtlichen Fakten verglichen, die bis zu 6000 Jahre zurückliegen, und alles abgeglichen mit dem zuverlässigsten Nachschlagewerk der Menschheit. Der Bibel. Ja, und ohne der Bibel wäre sicherlich auch jetzt sicher die Grundlage gar nicht da, um eben diese ganzen Zeichen, Ikonen, Statuen und alles das, was uns so ja vor der Nase, sage ich mal, vorgehalten wird, um das zu begreifen. Also mir geht es heutzutage eigentlich auch oft so, dass ich auch nur noch Sterne sehe und all der ganzen gleichen ja, Symbole und Zeichen. Und wenn man das natürlich heute begreift, wo der Ursprung liegt und ja, ist das natürlich eine ganz andere Sicht der Dinge. Wenn also, du nur noch Sterne siehst, Viktor, dann musst du weniger die Wendeagenda gucken, wo Michael das Pentagramm so wunderbar erklärt hat. In welcher Sendung war das, Michael? Irgendwo am Anfang, ne? 4, 5? Ja, 4 und 5, ja. 4 und 5, da siehst du, guck mal, ja. Wie gut ich das noch im Kopf habe. Weiß ich normalerweise gar nicht. Ja. Schön, mit, ne? Mit dem Alter werden die Beine immer besser. Ja, wie auch immer. Ja, das war schon eine schöne Geschichte. Wie gesagt, die Einleitung, die wir auch heute hatten über das Kapitel von das Mahlzeichen des Kain, ist ja im Grunde nur eine Einleitung. Das ist ein sehr langes Kapitel und wir werden das nächste Woche sicherlich fortfahren. War das alles, was du dazu beitragen wolltest, das Stück von dem Pat Shannon, Viktor? Oder hattest du noch etwas, was du gerne sagen wolltest zum Abschluss? Nein, das wäre soweit an sich. Ich denke, wir gehen jetzt da noch durch das Kapitel ganz gespannt und werden uns ja weiterhin vom Heiligen Geist leiten lassen, um vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle noch ja auch was Neues noch zu erfahren. Ja, auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Kapitel, mit dem wir uns hier beschäftigen. Ja, Michael, hast du auch noch ein paar abschließende Worte zur Lesung heute vielleicht? Nö, heute habe ich mal keine abschließenden Worte. Ich hätte jetzt eine ganz, ganz lange Sache dazu, aber das, glaube ich, wäre eher so Bibelstudie als alles andere. Aber ich finde dieses Kapitel auch sehr, sehr wichtig, weil es letzten Endes zeigt, wo die Ursprünge sind. Und wenn man sich überlegt, dass diese Zeichen heutzutage immer noch geltende Flaggen sind, von Großbritannien zum Beispiel, da muss man ja auch sich mal am Kopf kratzen, ne? Ja, aber das ist eben das Verhängnis der esoterischen, der exoterischen Lehre. Ne? Den Leuten wird da gesagt, das ist eine Verbindung zwischen dem St. Andreas und Georgskreuz. Und das glauben die dann natürlich alles. Wobei ich mich dann eben auch frage als bibelgläubiger Christ, für was habe ich denn ein Kreuz nötig, um irgendwas auszudrücken? Oder für was habe ich überhaupt irgendein Symbol nötig? Für was habe ich denn eine Flagge oder irgendwas nötig? Ich habe doch Gott. Ich brauche keine Symbole. Ich muss immer noch an deine weiße Seite denken, da während der Lesung davon Gender Agenda. Jetzt scrollt der Jörg mal runter und dann seht ihr die ganzen christlichen Symbole. Ja, genau. Und die Seite war so richtig schön weiß. Ja, so ist das eben. Aber das Zeichen des Kain ist eben auch ein Zeichen, das wir in dieser Welt ständig antreffen, das wir tagtäglich in unserem Leben begegnen, ohne uns das gewahr zu werden oder gewiss zu werden. Und deswegen ist diese Lesung so interessant, weil das, was Viktor gerade eben gesagt hat, dem Motto, er kann gar nicht mehr rausgehen, er sieht nur noch Sterne, er meint damit natürlich im übertragenen Sinne, man sieht überall die Symbole der Herrscher dieser Welt, der Herrscher des Bösen. So heißt das Buch. Und das setzen wir nächste Woche fort. Und in der Zwischenzeit kann ich euch nur anraten, lest mit mir Herrscher des Bösen und in der Zwischenzeit lest eure Bibel. Maranatha.